Hallo, ich bin Dr. Rüdiger Gold, Gründer der Pythagoreischen Universität Methodik. Mir gelang heute ein Erfolg, und zwar hinsichtlich der Einstufung der Impfung, des Impfgeschehens gegen Corona. Es gibt sicherlich positive Seiten bei diesem Impfgeschehen, allerdings gibt es auch die Kehrseite der Medaille. Ich versuche kurz zu umreißen, wie diese Kehrseite ausschaut. Man atmet Viren ein und diese setzen sich im Körper fest. Wenn nun, bedingt durch die Corona-Impfung, Antikörper entstehen, kann es sein, dass diese sich zusammenballen und in den feinen Blutgefäßen dafür sorgen, dass eine Stockung des Blutflusses auftritt. Um dieser Stockung zu entgehen, rast das Blut dann durch den schmalen Schlitz. Bedingt durch die Verstärkung der Strömung werden Viren, die sonst die Blut-Hirn-Schranke nicht durchquert hätten, mitgerissen, siedeln sich im Kopf an und führen im Laufe der Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit nach meinem Ermessen zu den verschiedensten neurologischen Störungen. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao.